Nachdem auf der russischen Sojus-Raumkapsel Mitte Dezember ein Leck an einem Radiator aufgetreten war, sind nun die beiden russischen Kosmonauten Sergei Prokopjew und Dmitri Petelin sowie der US-Astronaut Frank Rubio auf der Internationalen Raumstation gestrandet. Ob die Kapsel der brutalen Rückkehr in die Atmosphäre standhält, ist weiterhin unklar. Roskosmos meldete, dass sie frühestens irgendwann im Januar genaueres wissen werden. So viel ist klar, und das haben auch die anderen ISS-Partner bestätigt, im Moment ist niemand in Gefahr. Dennoch ist die Lage ernst, denn eine beschädigte Rückkehrkapsel kann fatal enden. Weiters könnte man frühestens im Februar eine Rettung Sojus schicken. Dafür würde man einfach die nächste Kapsel einige Wochen vorziehen. Nachdem klar war, dass unmittelbar keine Gefahr im Verzug ist, galt es, einen soliden Plan für die Rettung der Crew zu erstellen. Dafür ist die NASA auch mit SpaceX ins Gespräch gegangen. Theoretisch könnte SpaceX hier einspringen, aber im Augenblick liegt der Fokus darauf, das ganze Ausmaß des Schadens besser zu verstehen und einen durchdachten Rettungsplan auszuarbeiten. So eine Rettungsmission ist teuer, daher kann ich mir gut vorstellen, dass Roskosmos vielleicht darauf pokern könnte, dass SpaceX eine Crew Dragon zur Verfügung stellt. Das würde aber das Problem aufwerfen, dass die Anzüge der Soyuz-Crew nicht wirklich mit der Crew Dragon oder eigentlich gar nicht damit kompatibel sind. Die SpaceX-Anzüge werden Monate im Voraus maßgeschneidert. Vielleicht haben sie ja noch Reserven in Übergröße für alle auf Lager. Das ist aber alles Spekulation. Ich halte dich auf dem Laufenden, sobald klar ist, wer die Rettungsmission fliegen wird. Es ist übrigens auch noch immer nicht klar, was den Schaden verursacht hat. Einen Meteoriteneinschlag schließt man in den ersten Meldungen von offizieller Seite aus. Sollte es Weltraumschrott gewesen sein, wäre es auch nicht das erste Mal. Der Kanada-Arm 2, der verwendet wurde, um die betroffene Stelle zu inspizieren, hat selbst dieses riesige Loch durch einen Einschlag erlitten. Das wirft sehr viele Fragen auf, denn wenn solche Trümmer jetzt unsere Crews in Gefahr bringen, dann wird es höchste Zeit, dass wir etwas tun. Tatsächlich haben sowohl ESA als auch die NASA Programme im Gange, die sich dieses Problems annehmen. Verschiedenste Ansätze werden in den nächsten Jahren getestet, um Objekte aus dem Orbit zu entfernen. Das Problem ist nur in der ersten Sekunde, in der du darüber nachdenkst, leicht zu lösen. Je nachdem, wo dieser Schrott herumfliegt, wie groß er ist und auf welcher Bahn er sich bewegt, muss man die Sache anders angehen. Was zum Beispiel sehr interessant ist, ist, dass eigentlich nur die kleinsten Fragmente ein großes Problem darstellen. Es ist unglaublich kompliziert, will ich damit sagen. Zum Glück habe ich eine eigene Ausgabe produziert, wo wir das Problem Weltraumschrott und Kessler-Syndrom genauer betrachten. Link in der Videobeschreibung unten natürlich. An dem besagten Morgen des 15. Dezember 2022 waren zwei Kosmonauten auf der ISS gerade dabei, sich auf einen Außeneinsatz vorzubereiten, als der Schaden auftrat. Unter diesen Umständen wurde der EVA aber schnell abgeblasen. Diese russischen Crewkapseln sind zwar aus dem letzten Jahrtausend, aber gelten eigentlich als sehr verlässlich. Es gab nur einen ernsten Unfall 1971, bei dem drei Menschen ums Leben kamen. Aber seither läuft das Ding. Ich versuche in solchen Situationen immer das Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und das Licht, das ich sehe, sagt mir, dass dieser Vorfall die Säuberung und die Verkehrsregelung des Weltraums enorm beschleunigen könnte. Und das bringt uns zu unserem zweiten Thema der heutigen News. Der erneute Fehlstart einer europäischen Vega-Rakete hat in den letzten Wochen für große Besorgnis und düstere Artikel in den Medien geführt. Die vierstufige Mittelschwerlastrakete Vega C hob am 20. Dezember 2022 vom europäischen Raumfahrthafen Kourou in Französisch-Guyana mit ihrer ersten kommerziellen Mission ab, um die zwei Pleiades Neo-Erdbeobachtungssatelliten in sonnensynchrone polarer Orbits zu schießen. Die erste Stufe der Rakete ist ein P120C Feststoffmotor. Das sind die gleichen Feststoffmotoren, die auch an die Ariane 6 geschnallt werden. Die Anomalie trat zum Glück erst nach Abtrennung der ersten Stufe, etwa 2,5 Minuten nach dem Start auf. Nach der Stufentrennung kam die Rakete vom Kurs ab und musste gesprengt werden, was zum Verlust der Nutzlast führte. Warum zum Glück? Weil wenn der P120C Booster ein Problem verursacht hätte, hätte das 1 bis 2 Jahre Verzögerung für die Ariane 6 bedeutet. In diesem Fall liegt das Problem aus aktueller Sicht am Zefiro 40 Zweitstufentriebwerk. Im Vorfeld des Starts hatte man fehlerhafte Bauteile festgestellt und in einem Gebäude in Kourou repariert. Ob diese Tatsache etwas mit dem Unfall zu tun hat, ist noch unklar, aber die ESA und Arianespace untersuchen den Vorfall jetzt ganz genau. Der Vega C Jungfernflug im Juli 2022 war makellos, aber das war nur eine Demo-Mission. Dieses Mal gab es einen zahlenden Kunden.
Die Vega C ist die Weiterentwicklung des Vorgängermodells Vega. Und nach 6 Monaten im Betrieb hat sie schon eine katastrophale Erfolgsquote. 50%. Nicht einmal das Space Shuttle war so gefährlich. Raumfahrt ist hart und Unfälle passieren. Aber der Claim der institutionellen Raumfahrt ist, dass sie teuer sind, weil sie verlässlich sind. Die Geschichte der Vega-Raketen spricht da eine andere Sprache. Der erste Fehlstart einer Vega ereignete sich am 11. Juli 2019 beim Start eines Aufklärungssatelliten für die Streitkräfte der Vereinigten Arabischen Emirate. Es handelte sich um den 15. Vega-Flug. 14 Sekunden nach der Erststufentrennung trat am Z23-Triebwerk der Zweitstufe ein heftiges Ereignis auf. Vermutlich infolge eines hitzebedingten Strukturversagens des Motorgehäuses. Dadurch trennte sich die Zweitstufe vom Rest der Rakete, welche vom Kurs abkam und gesprengt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von rund 370 Millionen Euro. Beim nachfolgenden Vega-Start am 3. September 2020 verblieben 2 Lemur-2 CubeSats in ihrer Starthalterung und fielen zusammen mit der oberen Raketenstufe zurück zur Erde. Auch die nächste Vega-Mission am 17. November 2020 mit Erdbeobachtungssatelliten für Spanien und Frankreich verlief nicht nach Plan. Nach dem Start funktionierten die ersten 3 Stufen der Rakete ordnungsgemäß. 8 Minuten nach dem Start wurde die AWOM-Oberstufe regulär abgetrennt und sofort gezündet. Sofort danach begann sie jedoch unkontrolliert zu taumeln. Der Fehler konnte nicht korrigiert werden und die Rakete wich rasch von der vorgesehenen Flugbahn ab, was letztlich zum Absturz mit Verlust der beiden Satelliten führte. Der Fehler war, dass die Kabel für 2 Schubvektoraktuatoren verwechselt worden waren. Steuersignale, die für den einen Aktor bestimmt waren, gingen an den anderen, was zum Kontrollverlust führte. Als Ursache des Problems wurden eine irreführende Vorgehensweise beim Zusammenbau der Stufe und Inkonsistenzen in den Anforderungen für die anschließende Qualitätskontrolle ermittelt. Es geht hier um nichts Geringeres als Europas Souveränität. All diese Vorfälle, gepaart mit den neuesten Ereignissen, zeigen wieder einmal deutlich, dass große Institutionen keine Raketen bauen sollten. Es ist das gleiche wie mit der NASA. Der Druck, dass alles beim ersten Mal glatt läuft, ist hoch. Deswegen sind alle Programme extrem teuer. Zudem hängt extrem viel davon ab. Diese Zwickmühle hat die Politik jetzt aber verstanden. Denn bei der letzten Ministerratskonferenz im November haben die ESA-Minister den Weg freigemacht für Microlauncher. Das Wichtigste aus der Konferenz habe ich dir in diesem Video in der Infobox zusammengefasst. Und diese Microlauncher werden jetzt die Witterung aufgenommen haben und schnell auf den Markt drängen, um sich so viele Vega-Marktanteile wie möglich zu sichern. Die Vega C schafft theoretisch etwas größere Nutzlasten als die meisten Microlauncher, aber das wird keine Rolle spielen, denn die Microlauncher starten für 1/3 oder noch weniger des Vega-Preises. Der Weg ist bereitet, denn die Raumfahrthäfen in Europa, genauer gesagt in der Nordsee, in Norwegen und Großbritannien, nehmen Form an und sollten zumindest teilweise dieses Jahr noch in Betrieb gehen. Ich stelle jetzt eine gewagte These auf und du sagst mir in den Kommentaren, was du dazu sagst. Nach diesem Unfall wird vermutlich mal 1 Jahr keine Vega C mehr fliegen, bis das Problem endgültig geklärt ist. In dieser Zeit werden die unzähligen Microlauncher aus ganz Europa und der restlichen Welt versuchen, auf den Markt zu drängen. Sind erst einmal eine Handvoll solcher Unternehmen im Geschäft, wird Ariane Spass noch ein paar verzweifelte Versuche unternehmen, ihr Vega-Programm am Leben zu erhalten und spätestens 2026 wird es eingestellt. Es stehen zwar noch 42 Missionen in den Auftragsbüchern bis 2029, aber diese können umgebucht werden. Das DLR hat sich anfangs auch nicht an der Entwicklung der Vega C beteiligt, weil sie keinen Markt dafür gesehen hatten. Womit sie auch recht hatten, denn die Newcomer werden es nicht erlauben, dass die Vega C dauerhaft Fuß fasst. Bei einem Startpreis von 37 Millionen Euro und Entwicklungskosten von über 1,1 Milliarden Euro nur für die Vega C muss die Rakete 30 Mal starten, um die schwarzen Zahlen zu erreichen. Bis Ende 2025 sollte dieser Break-Even-Punkt erreicht sein. Ich denke, das unterstützt auch noch mein Argument ein wenig. Eine letzte Meldung habe ich noch für dich. Asklepios, die studentische analoge Weltraummission, sucht Teamzuwachs. Genauere Infos in der Videobeschreibung unten, falls du dich bewerben möchtest. Mein Name ist Zirwan und das waren die Mars-Chroniken-News. Danke fürs Einschalten. Peraspera ad astra.